sich ein Südsee-Idyll vorstellen. Ein paar hundert kleine, dschungelgrüne Inseln, die meisten davon unbewohnt, und dazwischen jede Menge türkisblaues Meer. Tatsächlich sind die nächsten größeren Landmassen, die Philippinen und Indonesien, fast 1000 Kilometer von hier entfernt. Man findet in Palau nur wenig Menschen und überhaupt keine Industrie. Der Gedanke liegt also nahe, das hier könnte eins der letzten Naturparadiese unseres Planeten sein. Ohne all die üblichen Umweltprobleme. Mal sehen. Wie viele Inseln Palau tatsächlich hat, 250 oder mehr als 400, keiner weiß es. Eines aber ist sicher: Die Unterwasserwelt zählt zu den spektakulärsten weltweit. Sie ist Heimat bedrohter Tierarten wie Meeresschildkröten, Riffhaien oder majestätischen Mantas. Zusammen mit Steven Victor vom Coral Reef Center bin ich unterwegs auf dem Pazifik. Die meisten der palauischen Inseln waren vor vielen tausend Jahren einmal Korallenbänke. Steven ist Korallenforscher hier in Palau und damit ein richtig wichtiger Mann. Denn Korallenbänke, die sind hier die Grundlage des kompletten Lebens im Meer. Viele Pazifikinseln wären ohne Korallen gar keine Inseln. Die Korallen bilden Riffe und die halten die Inseln über Wasser. Also, ohne Korallenriffe, keine Inseln. Okay, dann zeig mir die Korallen nochmal. Na klar. 1998 ließ das Wetterphänomen El Niño weltweit die Temperaturen in den Ozeanen ansteigen. Die Erwärmung des Wassers betrug mancherorts bis zu 5 Grad Celsius und führte zur sogenannten Korallenbleiche. Die Korallen starben, viele Riffe wurden zerstört. Doch im Gegensatz zu anderen betroffenen Gebieten haben sich die Korallen rund um Palau inzwischen recht gut erholt. Heute hat das Land wieder einen der artenreichsten Korallengärten unserer Erde. Heimat für viele Fische und andere Meerestiere. Zu Forschungszwecken nimmt Steven ein Stück Koralle mit. Als Forscher darf er das, für jeden anderen ist es natürlich strengstens verboten. Aber nicht überall ist die Welt so in Ordnung. Steven führt mich in eine nur wenige hundert Meter entfernte Bucht. Die sonst so bunte Korallenlandschaft sieht hier ganz anders aus. Nichts lebt mehr, nur vereinzelt verirrt sich ein Fisch in diese Unterwasserwüste. Die Korallen sind abgestorben und alles ist mit einer braunen Schicht überzogen. Diese Korallen sind ja alle tot. Was ist denn mit denen passiert? Sie sind unter Schlammablagerungen begraben worden. Und das schadet den Korallen. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, Korallen sind Tiere, die mit einer einzelligen Alge in Symbiose leben. Genau wie die Pflanzen auf dem Festland brauchen sie Sonnenlicht. Die Ablagerungen im Wasser machen es trübe, sodass kaum noch Licht zu den Algen durchdringt. Sie können dann nicht mehr genug Nährstoffe produzieren und weniger Nebenprodukte an die Koralle weitergeben. Und zweitens, als Tier atmet die Koralle genau wie jedes andere Lebewesen. Und wenn sie vom Schlamm bedeckt ist, erstickt sie. Genauso, als ob man dir eine Plastiktüte über den Kopf ziehen würde. Palau liegt zwar fast 1000 Kilometer vom nächsten Festland entfernt, aber auf der Hauptinsel Babeldaob leben etwa 18.000 Menschen. Und die hinterlassen ihre Spuren. Diese Baustelle dahinter mir, das ist genau das Problem, von dem Steven eben gerade gesprochen hat. Da gibt es jede Menge loses Erdreich und der Wind und der Regen trägt dieses Erdreich ins Meer. Und die Sedimente, die sich dann auf die Korallen setzen, die bringen sie um. Übrigens, das schwarze Ding um diese Baustelle drumherum, dieses treibende Plastikteilchen, das ist ein Sedimentzaun. Der soll eigentlich verhindern, dass die ganzen Treibstoffe ins Meer gelangen, aber so richtig toll funktioniert das nicht. Düstere Aussichten für die winzigen Korallentiere, die sogenannten Polypen.
In mühseliger, langwieriger Arbeit bauen sie eine kalkartige Schutzhülle um sich herum auf. Was wir als harte Koralle wahrnehmen, das ist quasi nichts anderes als ein selbstgeschaffenes Hüllensystem, in dem tausende kleine Polypen wohnen. Wow! Ich glaube, du bist selbst eine Gefahr für die Korallen. Du hast da doch gerade was abgebrochen. Ja, ich habe ein Stück genommen. Und jetzt hast du es eingesteckt. Ja, weil... Aber das ist doch verboten in Palau. Aber für Forschungszwecke dürfen wir das mal. Okay. Polypen produzieren Eier. Und aus diesen Eiern schlüpfen dann Larven. Und daraus entwickeln sich dann wieder neue Polypen. Bei der Metamorphose entwickelt sich eine Larve zu etwas ganz Neuem. So ähnlich wie bei einem Schmetterling also. Ja, genau. Die Raupe wird zum Schmetterling und die Korallenlarve zum Polypen. Und ein Polyp ist dieses ganz kleine Ding hier. In dem Stück sind mehrere Polypen. Ah ja. Wahrscheinlich um die 100. Sie bilden zusammen die Koralle. Der Polyp selbst ist das Tier. Und wenn Sie jetzt denken, das sind ja alles so kleine Mikroorganismen und so, und was soll das alles? Dieses kleine Ding kann irgendwann ganz groß werden. Wie groß? So groß. Die Rock Islands von Palau. Tektonische Verschiebungen haben vor vielen tausend Jahren diese Hügel aus Korallenkalk aus dem Wasser gehoben. Rund um die Inseln leben wahre Giganten, Riesenmuscheln. Sie sind vom Aussterben bedroht. Ich besuche eine Farm, auf der diese Muscheln gezüchtet werden. Wie alt sind die? Sie sind jetzt knapp 3 Jahre alt. Und aus wie vielen habt ihr die ganzen Babymuscheln gezüchtet? Eigentlich haben wir es zuerst mit 10 probiert, aber nur 2 davon haben sich wirklich vermehrt. In diesem Becken sind 2000 Muscheln, in dem und dem da drüben auch, alle von einer Muschel. Die meisten Muscheln werden an große Aquarien auf der ganzen Welt verkauft. In Asien werden sie aber auch gerne gegessen. Die Zucht schützt die hier im Meer lebenden Riesenmuscheln. In den Gewässern rund um Palau wachsen 7 Arten von solchen großen Muscheln. Die hier wiegt schon ein paar Kilo, aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu der hier. Denn das ist eine richtige Riesenmuschel, auch Killermuschel genannt. Die Schale hier, die ist so schwer, dass ich sie alleine gar nicht mehr hochheben kann. Und dabei ist das hier gerade mal ein halbwüchsiges Exemplar. Wenn solche Muscheln ihr volles Alter erreichen, also so um die 100 Jahre, dann sind sie noch mal mindestens doppelt so groß und können über 200 Kilo schwer werden. Und so einen Riesenbrocken, den werde ich jetzt mal da draußen im Meer suchen. Begleitet werde ich dabei von Tublai Ililau. Sie setzt sich für den Erhalt dieser Muscheln ein, denn auch in Palau steht die Riesenmuschel noch immer auf dem Speisenplan. Riesenmuscheln sammeln ist ein alter Brauch hier, oder? Gut, dass du fragst. Das ist eine spannende Geschichte. In den palauischen Mythen gilt die Riesenmuschel als Mutter der Fruchttaube. Die Fruchttaube ist das palauische Nationaltier und wird Bib genannt. Der Legende nach darf man keine Riesenmuschel fangen und mit nach Hause nehmen, wenn man sich eine Fruchttaube als Haustier hält. Denn sobald man die Muschel kocht, stirbt angeblich auch die palauische Fruchttaube. Komische Legende. Aber ich kenne noch einen Brauch. Es ist entweder heiß oder es regnet. In Palau gibt es eigentlich 2 Arten von Wetter. Bei beiden ist man nass, entweder weil man schwitzt oder weil es regnet. So you're always wet in Palau. Sweating or from the rain? Yes. Aber du schwitzt viel mehr als ich. Ja, das stimmt. Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, wieder ins Wasser zu kommen. So let's go. We should go in the water now. Yeah, now. Inmitten der Rock Islands fahren wir zu einem Ort, an dem Riesenmuscheln in einer Wassertiefe von nur 3 Metern oder sogar weniger leben. Das hier, das ist Clam City. Wahrscheinlich der beste Ort in ganz Palau, um die Mördermuscheln ganz aus der Nähe zu sehen. Und warum heißen die eigentlich Mördermuscheln? Naja, es gibt die Legende, dass diese Muscheln manchmal, wenn man reingreift, sich zusammenziehen, der Arm feststeckt
und man an Elend nicht ertrinkt. Aber es gibt keinen einzigen Fall, bei dem das wirklich bewiesen ist. Und ausprobieren werde ich es aber trotzdem nicht. Ready to go down? Sure. Der Lebensraum der Riesenmuschel beschränkt sich auf die Korallenriffe des Indischen Ozeans und des Pazifiks. Sie ist die größte Muschel der Welt. Mit einem Gewicht von manchmal mehr als 200 Kilogramm ist sie dazu verdammt, ihr Leben an einem einzigen Ort zu verbringen. Im bunten Mantel, das ist diese Hautfalte zwischen den Schalen, leben einzellige Algen. Sie produzieren Kohlenhydrate, eine Nahrungsergänzung für die Riesenmuschel, die ansonsten von Plankton lebt, das sie aus dem Meereswasser filtert. Die Riesenmuschel ist sehr empfindlich. Wenn Schmutz in ihr Innerstes gelangt, bedeutet das für sie oft den Tod. Zurückbleiben dann nur leere Schalen, manchmal ein Zuhause für Fische. Tatsächlich ist die Riesenmuschel in der Lage, sich zu verschließen. Das soll das Eindringen von Fremdkörpern verhindern und den Angriff von Feinden abwehren. Sobald ein Schatten über ihren lichtempfindlichen Mantel streift, klappt die Muschel ihre Schalen zusammen. Ich kann mir nicht verkneifen, es mal auszuprobieren. Habt ihr das gesehen? Ich konnte sogar meine Hand in die sogenannte Mördermuschel stecken und mir ist nichts passiert. Also diese ganzen Legenden von Schwimmern, die darin feststecken und dann ertrinken, ich glaube nicht dran. Wie überall auf der Welt gibt es auch in Palau Wilderer. Schalen und Fleisch der Riesenmuschel werden illegal auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Zum Schutz der Riffe und seiner Lebewesen gibt es Meeresranger, die mit ihren Booten auf dem Meer patrouillieren, Fischer kontrollieren und Schutzgebiete beaufsichtigen. Gerade weist Chef Harry Blossom seine Mitarbeiter in die Aufgaben des Tages ein. Sie sollen ein neues Schutzgebiet abstecken. Markiert werden solche Gebiete durch Bojen. Das ist das einzige Schutzgebiet um Koror? Nein, es gibt sogar sehr viele im Meer rund um Koror. Hier im Westen haben wir zum Beispiel das Grumroll-Naturschutzgebiet unter unserer Aufsicht. Außerdem überwachen wir auch die Mutter aller Schutzzonen, das Grogoid-Tierschutzgebiet. Ich nenne es die Mutter aller Schutzzonen, weil es die älteste in ganz Mikronesien ist und schon 1956 als erste gegründet wurde. Und nicht nur das. Vor 4 Jahren hat Palau ein Schutzprogramm ins Leben gerufen. Ein Zusammenschluss mehrerer Inselstaaten in Mikronesien. Ziel ist es, bis 2020 mindestens 30% der küstennahen Meeresgebiete unter Naturschutz zu stellen. Und genau sowas bereiten wir jetzt vor. Ist es nicht gefährlich, mit so einem großen Bohrer unter Wasser rumzufuhrwerken? Ja, man muss die Stange auch beim Bohren festhalten. Das Teil hier kommt oben drauf, richtig? Okay, und wenn man dann Pech hat, dann dreht es sich und bricht einem den Arm, ne? Ja. Okay, dann mache ich das mal lieber nicht. Aber schon das Anlegen der Tauchausrüstung kann eine wahre Herausforderung sein. Das Schlimmste auf diesem Boden ist ja immer, permanent sucht man irgendwas. Jetzt schon wieder meine Taucherbrille weg. Habt ihr meine Brille gesehen? Maybe somewhere over there? Vielleicht irgendwo da drüben. Ah, da. Yeah. Danke. Thank you. I'm always losing my stuff. Ist aber auch schwer, sich auf so einem Boot zu organisieren. Ja, ja, da lachen sie über mich. Okay, finally I'm ready. Adi und seine Kollegen suchen auf dem Boden des Riffs schon nach einer geeigneten Stelle für den Haken. Und ich soll den Bohrer mit nach unten nehmen. Okay, let's go. Also, ich war ja nie ein großer Heimwerker, aber vielleicht klappt es unter Wasser ja besser. Wir arbeiten in einer Tiefe von knapp 10 Metern. Das eigentliche Bohren überlasse ich doch lieber den Experten. Anders als über Wasser fühlen sich die Gesetze der Schwerkraft hier unten ganz anders an. Adi und seine Kollegen brauchen einige Kilo Blei, damit sie stabil auf dem Boden des Meeres arbeiten können.
Um Haken für neue Bojen zu setzen, müssen wir das Riff verletzen. Natürlich besteht der Bohrkern aus Korallen. Es ist eine kleine Wunde im Riff, um ein großes Gebiet zu schützen. Oben auf dem Boot mischen die Ranger Zement an. Mit einer bis zum Rand gefüllten Box tauche ich wieder ab. Selbst unter Wasser härtet Zement aus und ist so ein perfektes Bindemittel, das den Haken dauerhaft im Korallenriff befestigt. Adi und seine Kollegen bringen noch weitere Haken für Bojen am Riff an. Ich aber gehe auf eine Entdeckungsreise zu den Unterwasserschätzen Palaus. Unmittelbar dort, wo das Riff steil abfällt, sehe ich sie. Graue Riffhaie. Sie können bis zu 2,5 Meter lang werden und fressen am liebsten Rifffische. Und dann, direkt vor mir, taucht ein Mantarochen auf. Nur selten bekommt man diese wunderbaren Tiere zu Gesicht. Die Spannweite ihrer Flügel kann bis zu 7 Meter betragen. Mit ihnen gleiten sie wie riesige Vögel durch das Wasser. Auch der Mantarochen steht auf der Liste der bedrohten Tierarten. Weniger, weil er ein begehrtes Jagdobjekt ist, sondern vielmehr wegen seiner geringen Vermehrungsrate. Nur alle 2 Jahre wird ein Manta-Weibchen schwanger. Nach 13 Monaten kommen dann die kleinen Rochen lebend zur Welt. Heute habe ich das seltene Glück, 2 Mantas beim Hochzeitstanz beobachten zu können. Die Mantarochen schweben davon. Und auch ich muss langsam auftauchen. Die Luft wird knapp. Zurück in Koroa. Hier arbeitet Joshua Eberdong als Angestellter für den Staat Palau. Unter anderem ist er für den Schutz der Meeresschildkröten zuständig. In seiner Aufzuchtstation peppelt er diese Urzeitwesen auf, versieht sie mit Marken und entlässt sie wieder in die Freiheit. Die beiden Karettschildkröten in diesem Becken sind Fischern ins Netz gegangen. Doch das Fangen und der Handel mit Meeresschildkröten sind verboten. Fangen wir sie. Wir verpassen den Schildkröten jetzt ihre Markierung, damit wir sie dann wieder ins Meer zurücksetzen und freilassen können. Hab eine. Here we go. Super, holst du das Netz und wir wiegen sie? Wir müssen schnell sein, ne? Ja. Okay, los geht's. Das Netz hier drunter. Schreibst du das Gewicht auf? Sie wiegt 3,5 Kilo. Joshua, inzwischen stehen doch alle Schildkröten unter Schutz, oder? Ja, und ganz besonders die Karettschildkröten. Aber noch vor ein paar Jahren hat man in Palau doch Schildkröten gegessen.
Stimmt. Die Leute hier haben Schildkröten gegessen. Aber jetzt widmen wir uns ganz stark ihrem Schutz, weil wir wissen, dass die Schildkröten weltweit vom Aussterben bedroht sind. Hier kann man übrigens super sehen, warum die Tiere auf Englisch Hawksbill genannt werden. Sieht doch wirklich aus wie ein Raubvogelschnabel hier, das vorne, ne? Und die können auch ganz schön zubeißen. Die beißen richtig, ne? Ja? Sie heißen ja auch so, weil sie einen Habichtschnabel haben. Weltweit versuchen Wissenschaftler, die Wanderrouten der Meeresschildkröten zu erforschen. Und damit die Tiere erkannt werden können, bekommen sie eine Marke an ein Vorderbein. Sieht schlimm aus und natürlich tut es der Schildkröte auch ein bisschen weh, aber es lohnt sich trotzdem. Denn erstens haben die erstaunliche Wundheilfähigkeiten, diese Tiere. Also das wird schon bald verheilt sein. Und außerdem, wenn das Tier dann irgendwann irgendwo mal gefangen wird, dann geht dieser Marker zurück an Joshua. Und daraus lernt er dann, wo die Schildkröte hingeschwommen ist, wie sie ihr Leben verbringt und wie groß sie geworden ist. Und deshalb ist das wirklich eine sinnvolle Sache. Verloren wären die Daten, wenn die Meeresschildkröte einem Wilderer in die Hände fiele. Die Rückenpanzer sind noch immer begehrt. In diesem Tank hier, das sind kleine Baby-Karettschildkröten. Ich schnapp mir mal eine. Ich würde schätzen, diese Tiere hier, die sind jetzt ungefähr 2 Monate alt. Sie haben schon ordentlich zugelegt. Beim Schlüpfen wogen sie noch nicht mal 20 Gramm. Bis diese jungen Karettschildkröten erwachsen sind und selber Eier legen, werden noch mindestens 4,5 Jahre vergehen. Bis dahin muss es ihnen gelingen, im Ozean zu überleben. Das sieht ja komisch aus. Die Schildkröte, die ich gerade in der Hand habe, die liegt in so einem Wasser und bewegt sich nicht. Warum bewegt sie sich nicht? Das ist genau die, die du eben eingefangen hast. Jetzt denkt sie, das war ein Raubtier, das sie fangen wollte und tut so, als wäre sie nur ein Blatt oder ein anderes Schwebeteilchen. Hauptsache kein Tier. Soll ich ihr verraten, dass ich kein Raubtier bin? Die größte Bedrohung besteht jedoch für die Eier der Meeresschildkröten. Sie gelten in vielen Ländern als Delikatesse. Und das finden nicht nur die Menschen, sondern auch viele Vögel. Draußen im Meer lauern weitere Gefahren. Diese hier ist eine ganz spezielle. The Temple of Doom. Der Tempel des Untergangs. Er befindet sich in einer Tiefe von fast 40 Metern. Zu unserer Sicherheit platzieren wir eine zusätzliche Pressluftflasche am Eingang der Höhle. Für Schildkröten kann das Abtauchen hier tödlich sein, denn der Ausgang liegt versteckt hinter einem Felsen. Ziemlich dunkel. Verirren sich die Schildkröten und finden den Ausgang nicht wieder, ersticken sie elendig in dieser Unterwasserhöhle. Denn genau wie wir Menschen brauchen Meeresschildkröten Luft zum Atmen. Deshalb müssen sie regelmäßig auftauchen. Und auch wir verlassen diese Finsternis. In der Tiefe des Meeres wohnen in den Korallenwänden gefährlich aussehende Kreaturen. Eine räuberische Muräne steckt ihren Kopf aus einer Felsspalte und wartet auf vorbeiziehende Beute. Die Putzerlippfische, die in ihrem Maul ausschwimmen, werden aber nicht gefressen. Die Muräne freut sich nämlich über die kostenlose Zahnpflege. Wir sind auf dem Weg in eine geschützte Bucht weit weg von den bewohnten Inseln Palaus. Joshua möchte die 2 Meeresschildkröten in die Freiheit entlassen. Seit 30 Jahren ist der internationale Handel mit Schildkrötenprodukten bereits verboten. Aber sicher sind die Tiere trotzdem nicht. Noch immer ist das Schildpatt der echten Karettschildkröte als Rohstoff für die Produktion von Schmuck begehrt. Okay. So, das ist jetzt der große Moment. 5 Monate lang hat Joshua diese Schildkröte aufgepäppelt und ihr diese Markierung verpasst. Und jetzt ist der große Moment da. Ab in die Freiheit. Ziemlich bald wird die Meeresschildkröte das flache Ufer am Strand der Insel verlassen und zu ihren Artgenossen und den Fischen draußen am Korallenriff schwimmen.
Auch ich tauche noch einmal durch die faszinierende Unterwasserwelt Palaus. An der abfallenden Riffkante, die hier auch Turtles Wall, Schildkrötenwand genannt wird, stoße ich auf eine Verwandte unserer soeben freigelassenen Karetschildkröte. Seit mehr als 100 Millionen Jahren leben Meeresschildkröten auf unserem Planeten. Und wohl schon immer fressen sie mit großer Vorliebe Schwämme, die zwischen den Korallen wachsen. Gut genährt kann ein ausgewachsenes Tier 90 cm lang und bis zu 75 kg schwer werden. Ich begleite diese Meeresschildkröte noch ein bisschen auf ihrem Weg durch den Ozean. Wir sind wieder unterwegs mit dem Boot, dem wichtigsten Fortbewegungsmittel in Palau. Unser Ziel ist die Insel Angawa und der Gouverneur dieser abgelegenen Insel begleitet mich höchstpersönlich. Bis zum Ersten Weltkrieg, genauer gesagt von 1899 bis 1914, war Palau übrigens deutsche Kolonie. Und auf Angawa wohnten damals sogar einige Deutsche. Die Sitten der Palauer hat das aber nicht beeinflusst. Zur Begrüßung gibt's erstmal eine Betelnuss. Oh, nice. Ah, was für eine angenehme Brise. Hier schon mal dein Betelblatt. Hast du auch Kalk? Ja, haben wir. Aber für mich bitte ohne Zigarette drauf. Nur Kalk und Betelnuss. Okay, danke. Ich war zwar schon oft auf Palau, aber an das Kauen von Betelnüssen habe ich mich immer noch nicht gewöhnt. Ich wusste gar nicht mehr, wie bitter die sind. Du gewöhnst dich dran. Noch besser, bleib doch ein paar Wochen und kau Betelnuss. Dann erkennen sie dich am Flughafen gar nicht wieder, weil deine Zähne so rot sind. Das Blöde am Betelnusskauen ist immer, man muss immer so viel spucken. Und auch noch rot, ne? Wie viel kaust du so am Tag? Naja, so. Der Gouverneur hört nicht zu, du kannst ruhig ehrlich sein. Etwa 2 Pfund am Tag. 2 Pfund a day? 2 Pfund? Wow, du musst ja Weltmeister im Betelnusskauen sein. Und man muss wissen, hier in Mikronesien ist das Betelnusskauen ungefähr so wie das Mokka-Trinken für die Beduinen oder das Teetrinken für die Türken. Das hat eine wichtige soziale Funktion. Wenn man sich trifft, setzt man sich erstmal hin, kaut eine Betelnuss zusammen. Und dann guckt man mal, was man so besprechen und erreichen kann. Und noch eine Besonderheit gibt es auf Angawa. Affen, Makaken. 1973 schätzte man den Bestand auf 600 Tiere. Heute dürften es weitaus mehr sein. Und die sind überall? Ja. Ja. Aber die meisten sieht man eigentlich am Straßenrand. Weißt du, wenn man im Auto über die Insel fährt, dann sieht man am Straßenrand sehr viele Affen und noch mehr Schäden. Viel Schaden? Und was machen die? Ach, sie suchen halt andauernd nach Futter. Wie wilden Äpfeln oder irgendwas anderem Essbarem. Auch Betelnüsse? Manchmal. Echt? Ja, aber sie kauen sie nicht. Die Makaken auf Angawa sind eine Plage. Weil sie keine Feinde haben, können sie sich ungestört vermehren. Sie klauen Früchte und verwüsten Felder. Der Transport von gefangenen Affen auf andere Inseln ist inzwischen gesetzlich verboten. So möchte man die Ausbreitung verhindern.
Hier auf Angauer werden die Makaken manchmal auch als Haustier im Käfig gehalten. Hallo. Hallo. Good day. Ah, good day, good day. Good to meet you. Ach, Sie haben einen Affen. Flüsst er Ihnen das Böse? Ja, ein paar Kuchen sind für alles. Alles, alles. Ein Kackmännchen. Sieht süß aus, aber wenn man den aus dem Käfig holt und versucht festzuhalten, dann beißen die. Und Makaken haben so lange Zähne. Und auf diesen Zähnen stecken jede Menge Infektionen. Das heißt sogar, dass diese Tiere AIDS übertragen können. Also ist nicht so einfach, mit denen umzugehen. Und artgerechte Haltung stellen wir Europäer uns auch anders vor. Goodbye. Tschüss, bis später. Wir suchen jetzt ein paar wilde Affen. Ja. So, und jetzt bin ich gespannt, ob ich ein paar Makaken auch draußen in der Wildnis im Dschungel finde. Angauer ist ein Paradies, zumindest für die Affen. Die Insel besteht aus zerklüftetem Gestein mit scharfen Kanten und tiefen Löchern, überwuchert von einem märchenhaften Dschungel. Auf Angauer sind die Affen zwar eine Plage, sie sind eine sehr kluge Plage. Sie verstecken sich tagsüber und sind wirklich schwer zu finden, obwohl es eine Menge hier gibt. Dann entdecken wir doch einen, hoch oben in den Baumwipfeln. Auf der Suche nach weiteren Affen stoßen wir auch auf die Hinterlassenschaften der Deutschen. Während der Kolonialherrschaft haben sie hier Phosphat abgebaut. Das hier sind die Ruinen der alten deutschen Phosphatfabrik. Und zur Phosphatgewinnung hat man ursprünglich auch die Affen eingesetzt. Sie waren sozusagen lebendige Gasmelder. Man hat sie zuerst in die Löcher gesteckt. Und nur wenn sie überlebt haben, wusste man, den Arbeitern droht keine Gefahr. Aber das ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Waren es wirklich die Deutschen, die zuerst die Affen nach Angauer gebracht haben? Keiner weiß es. Wissenschaftler vermuten, dass die Affen Anfang des letzten Jahrhunderts nach Angauer kamen. Die gesamte Population hier soll von einem einzigen Paar abstammen. Ganz so leicht wie dieser Varan kann ich nicht über den zerklüfteten Boden balancieren. Wenn ich hier ausrutsche, kann ich schnell in einer Felsspalte verschwinden. Das Gute an diesen dschungelartigen Wäldern: Verstecken ist ganz einfach. In der Hoffnung, dass die Affen mich nicht bemerken. Hier können sich die Makaken ungestört vermehren, zum Nachteil der Vogelwelt. Viele Nester fallen den gefräßigen Affen zum Opfer. Und auch für die Menschen werden die Makaken zur Plage. Wir sind zu Besuch bei der Bäuerin Gabrielle. So, hello. Good service. Nice to see you. Gabrielle ist eine von nur drei Bäuerinnen auf ganz Angauer. Das Bewirtschaften der Felder ist traditionell Frauenarbeit. Verlieren die Frauen ihre Felder, verlieren sie auch einen Teil ihrer Identität. Gabrielle geht heute zum letzten Mal auf ihre Farm und nimmt uns mit. Das sind also Süßkartoffeln. Haben die Affen die verwüstet? Ja. Also das waren die Affen? Ja, die Affen haben das Süßkartoffelfeld zerstört. Und das da auch. Fressen die Blätter oder was? Sie suchen nach der Knolle, also der eigentlichen Frucht der Kartoffel. Ach, die graben die wirklich aus? Ja, sie graben danach. Ernsthaft? Affen können Kartoffeln ausgraben? Haben Sie das mal gesehen? Sie hat die Affen hier schon öfter graben sehen und versucht, sie zu verscheuchen. Die Spuren der Affen sind überall sichtbar. Das hier habe ich gerade da drüben gefunden. Wahrscheinlich die letzte Tapioca-Knolle von dieser Pflanzung hier. Kann man sehen, die Affen haben das ausgegraben, hier alles leer gefressen, da auch das meiste. Tja, und das war's mit der Tapioca-Pflanzung. Ist schlimm für die Leute hier, denn Tapioca bedeutet für die ungefähr das Gleiche wie für uns Kartoffeln oder Reis. Die Bäuerinnen geben die Landwirtschaft auf und die Einwohner verlassen die Insel, um in Koroa oder im Ausland Arbeit zu finden. Die Einwohnerzahl Angauers sinkt dramatisch, während die Population der Affen beständig wächst. Langsam nimmt sich der Dschungel das zurück, was Menschen ihm einst streitig gemacht haben.
Übernimmt denn jemand die Pflanzung oder ist das hier dann bald wieder Dschungel? Sie sagt, das war das letzte Mal, dass sie Tapioca geerntet hat. Also will sie hier nichts mehr anpflanzen. Und das ist eine schlechte Nachricht, denn Angaur stirbt langsam aus. Früher haben hier mehrere tausend Leute gewohnt und heute sind es nur noch 200, Tendenz sinkend. So you're losing more and more people. Die Einwohner gehen also, weil die Geschäfte und die Landwirtschaft schlecht laufen. Ja, stimmt. Angaur ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn der Mensch Tiere an einen Ort bringt, wo sie eigentlich nicht hingehören. Ein weiterer Ort in Palau, wo das passiert ist, ist der Quallensee auf der Insel Isle Malk. Er ist einer von mehr als 50 Seen auf den palauischen Inseln, die mit Meerwasser gefüllt sind. Das hier ist er, der weltberühmte Quallensee von Palau. In der Landessprache heißt er Ong Yim Ilke Taul oder so ähnlich. Doch auch dieses Stückchen vom Paradies ist nicht mehr ganz so heil. Denn vor einigen Jahren haben die Forscher hier eine neue invasive Spezies entdeckt. Also ein Tier, das eigentlich gar nicht hierher gehört. Es handelt sich um eine Anemone. Wie schlimm dieses Problem ist, das werde ich jetzt mal Sharon fragen. Das ist eine Forscherin und sie schwimmt schon da draußen. Denn ich bin mal wieder zu spät. Sharon Petras ist Biologin und studiert Salzwasserseen. Eine Besonderheit dieses Sees ist, hier leben ca. 7 Millionen Quallen. Sharon, was machst du denn da? What are you doing here? Quallen zählen. Quallen zählen. Die goldene Mastigias gibt es nur auf Palau. Täglich wandern die Quallen etwa einen Kilometer durch den See und folgen dem Sonnenlicht. Der Grund dafür sind mikroskopisch kleine Algen, die im Körper der Mastigias-Quallen leben. Die Photosyntheseprodukte der Algen dienen den Quallen als Nahrung, so ähnlich wie bei den Korallen. In großen Schwärmen schweben die Quallen nur knapp unter der Wasseroberfläche entlang. Ein einzigartiges Schauspiel. Früher hieß es immer, diese Quallen hätten keine Tentakel mehr, weil sie hier keine natürlichen Feinde haben. Aber das stimmt doch gar nicht, oder? Nein, das stimmt nicht. Früher dachte man, dass die Quallen ihre brennenden Tentakel verloren hätten, seit sie in diesem See leben. Und dass das durch die Evolution kommt. Aber im Ernst, das stimmt nicht. An empfindlichen Hautstellen brennen die Nesselzellen immer noch. So, da sind sie. Nimmst du sie einzeln raus? Nein. Hol erstmal das ganze Netz hoch. Und dann musst du es auch noch gut ausspülen. Wieso? Naja, weil da noch ganz winzig kleine Quallen drin hängen. Die sind nur einen halben Zentimeter groß oder noch kleiner. Und die brauchen wir auch. Die wollen wir auch zählen. Vor 10 Jahren gab es in diesem See aufgrund der Erwärmung des Wassers fast keine Mastigias-Quallen mehr. Heute schwankt die Zahl zwischen 6 und 8 Millionen. Okay, now we have another one here. That's about 12 Zentimeter. 12 Zentimeter? Yes. Okay. Sharon beobachtet.